Es ist Montag, es ist 18 Uhr. Ich darf Sie wieder recht herzlich willkommen heißen zum Regionalmagazin am heutigen 8. Juni. Heute haben wir wieder ein interessantes Programm für Sie vorbereitet. Unter anderem blicken wir zurück auf den 8. Juni des Jahres 2013. Der Tag, der hier in Schönebeck im Rahmen des Hochwassers am dramatischsten war, denn der Damm war dort gebrochen. Mehr dazu im Verlauf der heutigen Sendung. Hier erst einmal die Übersicht. Zwei Jahre danach. Nur noch 10 cm bis zum Höchststand vor genau zwei Jahren. Übergabe. Lions Club übergibt Scheck in Höhe von 500 Euro an die Wasserwehr Schönebeck. Und Strategie der Spielzüge. Dominik Klein über sein persönliches Wagnis als Handballspieler. Beginnen möchten wir mit einer Aktion, die in direktem Zusammenhang mit dem Hochwasser steht. Denn es gibt in Schönebeck die Wasserwehr, welche von dem Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen einen Scheck überreicht bekommen hat. Die Wasserwehr kümmert sich um unter anderem den Hochwasserschutz, hat ein Boot, mit dem sie unterwegs sind, um Deiche bzw. gefährliche Stellen zu kontrollieren. Mehr Informationen zur Wasserwehr und zu der Scheckübergabe jetzt im Beitrag. Im wahrsten Sinne groß aufgefahren hatte die Wasserwehr Schönebeck am 2. Juni gegen 18 Uhr auf ihrem Vorplatz. Denn man erwartete hohen Besuch. Dieser war dann noch zahlreich vertreten in Form der Mitglieder des Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen. Denn genau dieser hatte einen Scheck dabei, welcher an diesem Abend übergeben werden sollte. Doch wie kam es zu der Idee dieser Spendenaktion? Ja, der Lions Club Bad Salzelmen begleitet die Wasserwehr schon einige Zeit. Nach dem Hochwasser 2013 haben wir von einem befreundeten Verein hier eine Geldspende überreicht, im vergangenen Jahr auch wieder eine Geldspende überreicht. Das soll letztendlich zum einen die Arbeit honorieren, die die Wasserwehr macht, und zum anderen natürlich die Ausrüstung verbessern. Man muss insoweit verstehen, dass tatsächlich Vorschriften, wie Wasserwehr auszurüsten ist, tatsächlich vom Land nicht vorgegeben werden. Das heißt, die Wasserwehr selber hat gerade in seinen Einsätzen, in ihren Einsätzen, auch im Jahre 2013 die Erfahrung gemacht. Und da haben wir heute aus diesen Erfahrungen heraus 5 Sandsackfüllgeräte seitens des Lions Clubs Bad Salzelmen hier finanziell unterstützt. Das heißt, mit weniger Manpower, in größerer Stückzahl tatsächlich eine Sandsackbefüllung einfacher möglich zu machen. Wasserwehrleiter Dirk Lindner zeigte dann auch gleich, wofür denn diese Spende genutzt wird. Wie hier zu sehen, sind es Sandsackfüllgeräte, große Trichter, mit denen man schnell und einfach Sandsäcke befüllen kann. Auf den ersten Blick eher unscheinbar, doch sie erleichtern die Arbeit in großer Weise. Ja, vorher brauchte man technische Einrichtungen, in der Regel 2 Leute, um einen Sandsack zu befüllen. Das Ganze war anstrengend. Man hat oftmals nicht die richtigen Füllmengen in den Sandsäcken bekommen. Also wenn wir dann vorne mit der Wasserwehr tatsächlich einen Sandsackverbau vorgenommen haben, waren manchmal Sandsäcke zu leicht, dann wieder viel zu schwer. Das war auch belastend, gerade auch für die freiwilligen Helfer, die wir dort mit an der Seite hatten. Mit diesen Sandsackfüllgeräten, die wir jetzt haben, brauche ich für die Sandsackbefüllung an diesem Gerät eine Person und habe aufgrund der Bemessung immer die richtige Befüllung drin, ca. 13 Kilo, was ideal ist für die Befüllung. Also von daher hat in dem Falle die praktische Erfahrung meiner Person und auch der Vorsitz im Lions Club und natürlich auch der Rückhalt der Mitglieder im Lions Club dafür gesorgt, hier eine gute Allianz zu schaffen. Noch haben wir keinen Deichlückenschluss hier in Schönebeck. Das bedeutet, nach wie vor ist die Gefahr eines Hochwassers gegeben und die damit verbundenen Folgen. Und da müssen wir gerüstet sein und dafür unterstützen wir Wasserwehr gern. Darüber hinaus ließ es sich Wehrleiter Lindner nicht nehmen, die Technik der Wasserwehr den Mitgliedern des Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen etwas näher vorzustellen. Sei es der Quickdamm, das Einsatzfahrzeug, das Boot oder aber auch den Aqua Barrier. Alles wichtige Geräte und Utensilien, die beim Kampf gegen das Wasser nicht fehlen dürfen. Doch wie sieht es denn eigentlich mit der Mitgliederzahl aus? Eine Folge des Hochwassers 2013 war insbesondere gewesen, dass sich eine große Anzahl neuer freiwilliger Mitglieder hier beworben hat. Wasserwehr läuft neben Feuerwehr, ist also nicht Feuerwehr unterstellt, ist ganz separat. Das macht das Ganze nicht einfach, weil ansonsten die aktiven Kameraden in der Regel in der Feuerwehr sind.
Wie gesagt, das Hochwasser hat dann dafür gesorgt, dass viele ihre Berufungen darin gefunden haben, viele aktiv mitwirken wollten, nicht bloß ehrenamtlich beim Sandsack verfüllen helfen wollten. Ja, und jetzt haben wir es geschafft, dass die Wasserwehr Schönebeck, die wir sind, mit einigen Ortsgruppen tatsächlich eine immense Stärke erreicht hat, sodass wir auch in den ostelbischen Dörfern, sprich Ranis, Plötzki und Prezin, vor Ort Wasserwehrangehörige haben, die dort Anleitung von Freiwilligen vornehmen kann, die dort sachverständig Sandsackverbau und andere Schutzmaßnahmen vornehmen kann, Deichbegehungen und so weiter. Also von daher war das Hochwasser insoweit fruchtend. Auch wenn es ansonsten für uns natürlich nicht so gut war. Aber insoweit hat es doch zusammengeschweißt und für viele den Ruf zur Wasserwehr gefunden. Wer kann Mitglied in der Wasserwehr werden? Jeder, ob Männlein oder Weiblein, kann hier Mitglied werden. Wir haben also auch weibliche aktive Mitglieder, die auch in Anführungszeichen ihren Mann bei Hochwasser gestanden haben und den Männern hier in keinster Weise zurückgestanden haben. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Alle 14 Tage sind Dienstabende zur Ausbildung, was hier auch sehr vorbildlich in der Wasserwehr durchgeführt wird. Ansonsten bedarf es keiner großen Voraussetzungen. Den Abschluss fand dieser Abend mit einem Rundgang durch die einzelnen Räume der Wasserwehr Schönebeck und natürlich einem leckeren Grillwürstchen. Dankeschön. Am zurückliegenden Wochenende ist viel los gewesen hier bei uns in der Region. Die Shanty-Chöre trafen sich auf dem Bierer Berg, es gab ein buntes Kinderfest und vieles, vieles mehr. Einige Ausschnitte davon möchten wir Ihnen jetzt unter anderem in den Kurznachrichten präsentieren. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Im Kneipp-Kinderelternzentrum in Felgelehm wurde am Freitag, dem 5. Juni, das alljährliche Sommerfest gefeiert. Die Veranstaltung war gut besucht, da sich die Eltern, Mitarbeiter der Kita am Gänsewinkel und die Kinder eine Menge einfallen ließen. Von selbstgemachten Getränken und Kuchen bis zur Grillwurst gab es lecker zu essen und die Feuerwehr aus Felgelehm war auch vor Ort. Dazu gab es Tanz, Musik, Hüpfburgspiele und jede Menge weitere Attraktionen. Mehr Impressionen dieser Veranstaltung in einer der kommenden Ausgaben des Regionalmagazins. Am Samstag, dem 6. Juni, war es soweit. Auf der Freilichtbühne Biererberg gab es das erste Schönebecker-Treffen der Shanty-Chöre Sachsen-Anhalts mit 7 teilnehmenden Ensembles. Die Veranstaltung fand im Rahmen des 15. Schönebecker Chortreffen statt. Das Wetter stimmte, das Publikum war zahlreich und die Stimmen der Teilnehmer konnten auch mit frisch gezapften geölt werden. Ebenfalls am Samstag, dem 6. Juni, starteten die Mitarbeiter des CVJM durch und führten am Parkhotel in der Immermannstraße 12 in Schönebeck ein tierisches Kinderfest durch. Dazu gab es verschiedene Stationen zu durchlaufen, bei denen die Kinder ein paar Aufgaben lösen mussten. Dabei zeigte sich, dass kleine Erfolge Motivation sind, die großen Aufgaben zu lösen. Alle Kinder waren mit Eifer und Ehrgeiz bei der Sache und freuten sich über jeden Erfolg. Auch zu diesem Event haben wir noch weitere Impressionen für Sie in einer der kommenden Ausgaben des Regionalmagazins. Am 5. Juni 2015 kamen die Mitglieder und Gestalter des 19. Schönebecker Operettensommer zusammen, um für den Hirsch Lukas auf dem Bierer Berg die Tierpatenschaft zu übernehmen. Damit drückt das Ensemble die Verbundenheit mit Schönebeck aus. Viele der Mitwirkenden sind schon über 10 Jahre mit dabei. Frau Katharina Couture-Regie nahm stellvertretend die Patenschaftsurkunde in Empfang. Die Künstler des 19. Schönebecker Operettensommer stecken voll in den Probearbeiten und freuen sich auf den Besuch aus nah und fern, wenn es heißt Im weißen Rössel von Ralf Benatzky. Premiere ist am Samstag, den 27. Juni 2015 um 16 Uhr. Dann immer wieder sonntags und mittwochs um 16 Uhr bis zum 26. Juli 2015. Die Kinder können sich auf den 12. Juli diesen Jahres freuen. Da gibt es um 11 Uhr die Sondervorstellung Operette für Kinder. Eine brillante Fotoausstellung über das nasse Element H2O, die am 2. Juni 2015 im Foyer des Solequells in Bad Salzelmen eröffnet wurde, zeigt die 15 schönsten Bilder eines Online-Fotowettbewerbes der OEWA Wasser und Abwasser GmbH,
die aus 570 eingesendeten Bildern ausgesucht wurden. Unter den ausgewählten Fotografen befindet sich auch der Hobbyfotograf Philipp Körner, der mit der Schönebecker Ernst-Thälmann-Brücke den 15. Platz eroberte. Die Ausstellung über das nasse Element Wasser kann noch bis zum 26. Juni besichtigt werden. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Wir begeben uns nun in das E-Center hier in Schönebeck, denn dort ging es in den zurückliegenden Tagen wieder musikalisch her. Denn die Gruppe Wind war zu Gast. Wer sie nicht kennt, hier ein paar Informationen und natürlich unsere Bilder zum Besuch der Gruppe Wind im E-Center. Am 1. Juni waren sie zu Gast im E-Center Schönebeck, die Gruppe Wind. Doch wer ist eigentlich Wind? Die Gruppe Wind stellte das von Hanna Haller komponierte und getextete Lied Für alle bei der Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest im Jahre 1985 vor und holte den Sieg. Bei der internationalen Veranstaltung in Göteborg konnte die Gruppe dann mit diesem Song für Deutschland den zweiten Platz belegen. Nach dem großen Erfolg des Grand Prix 1985 nahm Wind auch 1987 an diesem Wettbewerb teil, allerdings in anderer Besetzung. Der Beitrag Lass die Sonne in dein Herz von Ralf Siegel und Bernd Meinunger belegte erneut den zweiten Platz. Der Titel gehört bis heute zu den größten Hits der Gruppe. Dies ist viele Jahre her und die aktuelle Formation hat die spannende und ereignisreiche Windgeschichte nun zum Jubiläum aufbereitet und sich dabei mit allen Epochen beschäftigt. Andreas Lebbing, Caroline Frölian und Lena Marie Engel stehen nicht nur zusammen auf der Bühne, sondern arbeiten in ihrem Tonstudio und Büro an allen Belangen rund um Wind. Und so präsentierten sie sich auch auf der Bühne im E-Center am 1. Juni. Mit dabei ihre neue Single Himmel im Kopf. Ein Titel, auf den kein Muster passt. Vom ersten Takt an groovt der Song souverän und einprägsam. Auf den gewohnten Wind-Stimmsound muss trotz andersartigen Anstrich nicht verzichtet werden. Und so brachte Wind ihr Windgefühl an diesem Tag mit ins E-Center und waren sichtlich erfreut, dass so viele Fans gekommen waren. Natürlich gab es auch Autogramme und das ein oder andere Foto. Soweit der erste Teil des Regionalmagazins am heutigen 8. Juni, sehr geehrte Zuschauer. Gleich nach der Werbung geht es weiter, unter anderem mit Dominik Klein, einem Handballprofi. Wir blicken natürlich auf die Veranstaltungshinweise und auf den 8. Juni des Jahres 2013 hier in Schönebeck im Rahmen des Hochwassers. Also dranbleiben lohnt sich, gleich sind wir wieder für Sie da. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 55 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro, frische Rippchen 100 Gramm zu 30 Cent und Schaschlik 100 Gramm zu 55 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Bei Kills Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Mit einem Kinderbesteck oder einer persönlichen Gravur, hochwertigen Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen Sie jedes Kinderherz höher schlagen. Oder wie wäre es mit einer Spardose, um das Taschengeld sicher zu verstauen? Bei der vielfältigen Auswahl an bunten Motiven ist für jeden das Passende mit dabei. Und für jeden Walt Disney-Fan haben wir noch etwas ganz Besonderes. Sammelfiguren in üppigen Darstellungen und kräftig buntem Design. Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch im Monat Mai. Hier kostet eine Kinderbesteckgravur nur 5 Euro. Darüber hinaus möchten wir Sie über unsere geänderten Öffnungszeiten informieren. Von Montag bis Freitag haben wir von 9 Uhr bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Am Samstag haben wir bis auf Weiteres geschlossen. Trotz Baustellensituation sind wir für Sie da.
Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen. Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser, ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Sie suchen die optimale Ergänzung für Ihre Pflegevorsorge und wollen dazu noch staatlichen Zuschuss. Die HUK Coburg Krankenzusatzversicherung bietet Ihnen mehr Leistungen im Krankheitsfall, damit für Ihr Alter später alles geregelt ist. Wir finden das optimale Angebot für Sie. Gern vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen, um Sie auch zukünftig richtig abzusichern. HUK Coburg, aus Tradition günstig. Wir wetten, dass Sie bei einem Wechsel von mindestens 3 Versicherungen zur HUK Coburg mindestens 50 Euro im Jahr sparen. Kommen Sie vorbei. Top, die Wette gilt. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. 73 Meter hoch und über 1 Kilometer lang. Das 38-Millionen-Euro-Projekt des Neubaus der Elbbrücke in Schönebeck hat ein neues Wahrzeichen für die Stadt geschaffen. Begleiten Sie die gesamte Bauphase mit spannenden Bildern und interessanten Fakten. Erfahren Sie alles zur Konstruktion durch die DVD, die Schönebecker Elbauenbrücke vom Rammschlag bis zur Einweihung. Erhältlich ist diese DVD bei der Elbe Medienproduktion GmbH in Schönebeck in der Bahnhofstraße 5. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Ob tanken oder Wagenpflege, bei uns sind Sie genau richtig. Profitieren Sie von tollen Rabatten unserer Kundenkarte und gönnen Sie Ihrem Wagen eine gründliche Reinigung. Freundliches Personal, ein vielseitiges Angebot und ein Geldautomat der Salzland-Sparkasse, an dem Sie Bargeld abheben können, gehören zu unserem Service. Quack, quack, be green. Willkommen zurück aus der Werbung zum Regionalmagazin am 8. Juni, unter anderem noch mit dem Medium der Woche und dem Gewinnspiel. Aber zuerst blicken wir auf Dominik Klein. Er ist Profi-Handballspieler und hat mit einigen Problemen zu kämpfen bzw. klarzukommen.
das Risiko im Kleinen, im Privaten, das ist meistens nicht so einfach darstellbar, weil es sich ja letztendlich auch immer zufällig ergibt, eine Gefahr. Und insofern haben wir natürlich gesucht, dass wir da ein Gespräch, diesen Grad, wann man eine Entscheidung zulässt und wann man davor zurückschreckt, nochmal deutlich macht, um eben über dieses Thema Risiko nachzudenken. Rational denkender Mensch, der nicht irgendwie spielerisch denkt, kommt man nicht auf sowas. Aber ich habe es einfach gemacht und das ist natürlich ein Risiko, aber es ist letztendlich auch der Teil des Erfolges des Wunderlands, sonst würde es nämlich nicht geben. Besonders im Fernsehen sind Dinge, die man begreift, indem man sie sieht, ganz wichtig. Also muss man sich manchmal in Situationen begeben, die auch gefährlich sein können. Davor sollte kein Fernsehjournalist zurückschrecken. Ich konnte mit dem Thema sehr, sehr weit in die eigenen Lebenswelten der Protagonisten einsteigen und bestimmte individuelle Ansätze herausarbeiten, die eben sonst nicht so einfach möglich sind. Immer Gefahren mit sich bringt, weil man weiß ja nie, was kommt, man kann es ja nie eigentlich planen. Deshalb, natürlich hat man das im Kopf, dass man im Handballsport immer von einer auf die andere Sekunde was passieren kann, dass man solchen Unfall auch selbst erlebt. Das ist ja mein Beruf, also das ist ja genauso, das ist ja mein Job. Dahin zu gehen, wo es weh tut. Also ich glaube, wenn man mit der Einstellung reingehen würde, man hat jetzt eine Handbremse angezogen und hält sich da ein bisschen im Hintergrund, dann wird man nicht erfolgreich sein, da wirst du nicht gewinnen können. Also wir lassen die Handbremse los und geben Gas, um da erfolgreich zu sein, um an dem Gegenspieler vorbeizukommen. Ich versuche es immer über die Schnelligkeit, andere versuchen das über das 1-gegen-1-Situation. Das ist auch positionsabhängig natürlich, aber ich meine, es ist immer ein Spieler gegen Gegenspieler und deshalb, da wird man schon auch damit konfrontiert, dass wir immer sehr viel Körperkontakt haben, dass einer von der Seite kommt und dich einfach umreißt. Daran denkt man aber nicht, weil wenn ich mir solche Momente oder solche Situationen in Gedanken vor mir tragen würde, dann würde mich das hemmen. Da hätte ich die Handbremse quasi schon angezogen. Ich bin immer einer, der Vollgas geben möchte, deshalb sind gelöste Handbremsen immer besser. Aber ich glaube schon, dass man eben gerade in unteren Klassen, sage ich jetzt mal im Amateursport, gibt es manchmal noch krassere Verletzungen als im Profisport, weil da wird natürlich nicht auf die Qualität geachtet oder da greift man auch mal einen Arm rein von hinten. Deshalb, das ist schon ab und zu mal ein bisschen risikobehafteter. Aber wenn man jetzt auf unseren Leistungssport zugeht, da ist natürlich alles auch viel schneller. Also der Handball hat sich ja auch so dermaßen entwickelt, dass du wirklich aufgrund der Dynamik, aufgrund der Schnelligkeit viel mehr in Bedrängnis kommst als in früheren Jahren. In der Spielsituation, wo ich alleine gegen den Torwart laufe, also sprich einen Gegenstoß im Spiel laufe und ich weiß, der Torwart kommt raus oder sehe den Torwart auf mich zulaufen, da gab es Situationen, wo ich mich schon weggedreht habe oder nicht das Risiko eingehen wollte, weil ich einfach nicht weiß,
wo ich dann hinlaufe. Also das ist zwar sehr selten, dass der Torwart aus seinem eigenen 6 Meter rausgeht, aber es kommt manchmal vor. Es gibt so verrückte Torhüter sind eh die verrücktesten beim Handball, sagt man. Und deshalb ziehe ich da lieber zurück, weil das ist, ja, da nicht zum Zusammenprall kommt. Ja, also mit dem Risiko wird man immer spielen. Aber ich versuche ja meistens schneller zu sein als der Gegenspieler, dann passiert mir das hoffentlich nicht so oft. Und nun ist es wieder an der Zeit, was zu gewinnen, sehr geehrte Zuschauer. Sie können diese CD gewinnen, die Bravo Hits 89 steht zur Verlosung bereit. Sie möchten wissen, was alles mit dabei ist? Dann schauen Sie jetzt gut zu. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Ob als CD oder als MP3-Download, die Bravo Hits 89 wird mit ihrer Tracklist wieder alle anderen Chart-Kompilationen in den Schatten stellen. Keine andere Kompilation ist im gesamten deutschsprachigen Raum so erfolgreich wie die Bravo Hits. Seit dem 1. Mai steht nun auch die Bravo Hits 89 für alle Fans und Begeisterte im Handel bereit. Zwei CDs, 45 Titel, von David Guetta über Madonna, Lena, Sarah Connor, gestört aber geil, bis hin zu Herbert Grönemeyer und Matthias Schweighöfer. Sie alle sind vertreten, mit dabei auf der neuen Bravo Hits 89. Bravo Hits 89. Im Elbe-Kanal als Medium der Woche zu gewinnen und im E-Center Schönebeck käuflich zu erwerben. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Eine kurze Vorstellung der Bravo Hits 89, welche Sie jetzt hier bei uns gewinnen können. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist folgende Gewinnfrage richtig beantworten. Heute möchte ich von Ihnen wissen, wer erhielt denn jüngst eine Spende von 500 Euro vom Lions Club Schönebeck Bad Salzelmen? Sie wissen die Antwort, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Die Gewinner geben wir dann in der kommenden Ausgabe am Freitag bekannt. Sehr geehrte Zuschauer, wir blicken nun zurück in das Jahr 2013, genauer gesagt an den 8. Juni. Genau vor 2 Jahren war es nämlich der Tag, wo im Rahmen des Hochwassers der Damm hier in Schönebeck gebrochen ist. Alle Ausblicke und Einblicke aus dem 8. Juni 2013, jetzt hier bei uns, knapp 30 Minuten, die Bilder des Jahres 2013.
Samstagvormittag, sehr geehrte Zuschauer, ich befinde mich hier im Gewerbegebiet am Stremskram, um weiter aus dem Hochwassergebiet Schönebeck zu berichten. Wie Sie sehen können, hat bereits hier das Wasser die Straße eingenommen. Es drückt aus den Gullis bzw. aus der Kanalisation zurück. Auch der Sohlgram bzw. der Stremskram sind nicht weit entfernt. Auch dort kommen die Wassermassen nach und nach hier auf die Straßen. Sie sehen es, sehr geehrte Zuschauer, die Autofahrer sind bereits gezwungen. Dort in der Mitte sieht man dementsprechend den Gulli, wo das Wasser dementsprechend rausdrückt. Wie bereits seit gestern ist auch hier auf dem Parkplatz in der Bölzigstraße ein großer Sandhaufen, dementsprechend Sandsäcke, die für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Es wird natürlich auch rege genutzt, zahlreiche Bewohner der Stadt Schönebeck, zahlreiche Hilfsdienste wie zum Beispiel der ABH sind ebenfalls hier vor Ort, um dementsprechend mitzuhelfen. Hier können Sandsäcke befüllt werden, wenn Sie, sehr geehrte Schönebeckerinnen und Schönebecker, noch Sandsäcke brauchen. Hier gibt es die Sandsäcke, hier gibt es den Sand. Hier müssen Sie allerdings selber noch befüllen, um dann Ihre Sandsäcke dementsprechend hier abzuholen. Samstagvormittag, wir befinden uns hier am Elbtor, genauer gesagt, dort, wo die THW-Kräfte gerade darüber beraten, ob der Deich weiter gesichert werden soll oder nicht. Auch weitere freiwillige Helfer sind dabei, hinten den Deich zu erhöhen, der auf der Mauer errichtet wurde. Also auch hier nicht wirklich entspannte Lage. Hier wird auch beraten, welche Schritte notwendig sind, um weiterhin das Hochwasser zurückzuhalten. Also wir sind die Firma Dachdeckermeister Marcel Springer aus der Elemannstraße und wir versuchen natürlich alles, um unsere Stadt zu unterstützen. Das heißt, ihr fahrt dementsprechend die Sandsäcke, damit es dann hier an der Stelle, wo es gebraucht wird, auch verbaut wird. Genau, damit die Leute hier weiter Material haben sozusagen. Ein ganz heißer Brennpunkt, der damit auch zu tun hat, ist ja der Sohlgraben bzw. der Stremsgraben. Gestern Abend hieß es kommen Pumpen bzw. es sind ja auch Transporte angekommen mit großen Pumpen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge mit den Pumpen, mit dem Sohlgraben? Ja, also wenn ich mal mit dem Stremsgraben anfange, da ist die Situation gut. Also die Unternehmen, die dort entlang liegen, die ja auch Befürchtungen hatten, sind gesichert. Der Stremsgraben ist voll unter Kontrolle. Im Sohlgraben sieht es nun wieder ganz anders aus, wie ja schon beschrieben. Und da hatten wir ja immer vor, auch zu pumpen. Bloß man wusste nicht, die Wassermassen sind diesmal so schwer, ja. Ob das Rückpumpen dann überhaupt noch was bringt, ob es nicht von hinten wieder denn zurück durchsickert. Ja? Es ist so eine Frage, macht man es oder macht man es nicht. Jetzt im Augenblick wird erstmal noch die Bodensituation geprüft, ob die Pumpen überhaupt standsicher sind. Okay. Wenn das der Fall ist, dann wird dort versucht werden, den Durchlass zu schließen und dann zu pumpen. Ja. Ja, sehr geehrte Zuschauer, Hilfskräfte sind da, die Bürger von Schönebeck sind auch da, um dementsprechend mitzuhelfen. Abschließend ganz kurze Einschätzung, Situation dramatisch, relativ entspannt. Wie würden Sie die Situation jetzt heute am Samstagmittag beschreiben? Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt gerade den höchsten Stand, den wir je erlebt haben, 7,51 Meter. Aber trotz dieser Dramatik, sage ich mal, wenn man uns von ganz oben betrachtet, und trotz aller Evakuierungen und trotz aller Sickerstellen und trotz der ganzen kleinen Problemfälle, kleinen in Anführungsstrichen natürlich, sieht es für Schönebeck noch recht stabil aus. Die Lage scheint im Griff, ist im Griff, würde ich sagen. Wir können eigentlich guten Mutes nach vorn gucken bei aller Schwere der Ereignisse, wenn man uns dann mit den Städten südlich und nördlich der Elbe entlang vergleicht. Also scheinbar leisten wir doch nicht so eine schlechte Arbeit hier, wie von manchen in der Presse behauptet wird. Also insgesamt gesehen besser als so manch andere Stadt, was nicht heißt, dass wir
ganz entspannt sein können. Die Einzelschicksale, Einzelfälle, klar, die sind immer in dem Moment dann sicherlich ein bisschen schwieriger und natürlich verständlich. Aber insgesamt Schönebeck relativ noch entspannt. Es bleibt abzuwarten, wie lange die Deiche halten, beziehungsweise ob alle Sicherungsmaßnahmen dementsprechend ihren Zweck erfüllen. Ich danke erstmal für die weiteren Auskünfte am heutigen Samstagnachmittag. Sehr geehrte Zuschauer, natürlich geht es weiter mit Informationen aus dem Hochwassergebiet hier in Schönebeck. Sehr geehrte Zuschauer, ganz aktuell, ganz brisant am Samstagmittag hier. Die Schutzwand an den Wächterhäusern hat dem Druck nicht standgehalten. Vor wenigen Minuten sind Teile der Schutzwand einfach weggeplatzt, so wurde uns aus ersten Informationen berichtet. Hier liegen schon die Trümmerteile, die Balken bzw. die Bretter liegen hier dementsprechend unten. Der Kameramann kann das einfach mal zeigen. Ich stehe hier schon mitten auf der Wiese im Wasser. Dort sind die Schutzmaßnahmen jetzt hier auf der Wiese verteilt. Das sind natürlich Wassermassen, die hier ganz schnell über den Deich jetzt rüberströmen, runter zu Teutloff. Natürlich von hinten rum, dort wo nicht so doll abgesichert wurde, beziehungsweise hier drüben die Müllerstraße. Einsatzkräfte sind alarmiert, werden auch in wenigen Minuten hier eintreffen, in der Hoffnung, dass dieses Loch hier wieder geflickt werden kann. Wie man das sieht, sehr geehrte Zuschauer, sind mindestens wirklich 40, 50 cm Höhenunterschied, die natürlich jetzt sich hier erstmal ergießen. Das Wasser fließt natürlich ganz schnell. Der Kameramann kann das vielleicht auch mal zeigen. Hier drüben, man sieht, wie das Ganze jetzt hier rüber fließt. Denn nach dort unten ist natürlich noch ein viel größeres Gefälle. Also das ist schon noch gewaltig, was da an Wasser dann hier reinströmen würde und natürlich den ganzen Park, die ganzen anliegenden Häuser dementsprechend hier bedroht. Wir können gleich auch mal darüber gucken zu den Wächterhäusern 23. Dort war man sich sicher, dort hat man nicht verbaut, aber dort fließt das Wasser momentan direkt auch an die Scheiben. Feuerwehrkräfte sind am Kommen im Einsatz. Sehr geehrte Zuschauer, das erstmal hier an dieser Stelle von mir. Bitte umgehen verlassen.
Samstagnachmittag, ich melde mich von den Salinohäusern hier direkt am Ufer der Elbe. Hinter mir der Quickdamm und dahinter gleich der strömende Fluss, die Elbe. Auch hier sind wieder Helfer mit dabei, die Sandsackbarrieren zu erhöhen, zu verstärken, aber auch die Häuser dementsprechend weiter abzusichern. Der Kameramann wird das sicherlich gleich zeigen. Die jungen Leute, die ganzen Anwohner, alle sind mit dabei, die Sandsäcke dementsprechend hier weiterzugeben, ihr Hab und Gut weiter zu sichern. Auch der Deich, der hier errichtet wurde, wurde natürlich verstärkt, wie wir das hier sehen können. Also derzeit auch hier ganz, ganz, bedrohliche Lage an den Saliner Häusern. Die DLRG hat sich momentan hier auf dem Marktplatz in Schönebeck ein Zwischenlager gesucht, so will ich das einfach mal nennen. Hier bereitet man sich natürlich auf die kommenden Einsätze vor. Ganz, ganz viele Boote hat die DLRG mitgebracht. Hier ein Schlauchboot, dort hinten sind wir noch ein Metallboot, um denn, wenn die Katastrophe doch eintreffen sollte, dementsprechend gleich zur Stelle zu sein, um Leben zu retten bzw. um dementsprechend Hilfestellung leisten zu können. Samstagnachmittag, ich befinde mich an dem Brennpunkt hier an dem Parkplatz kurz vor der Sparkasse bzw. kurz vor dem Polizeigebäude in Schönebeck, wo am Mittag ein Teil des aufgebauten Deiches gebrochen ist und somit die Wassermassen dann in den inneren Bereich reingeflossen sind. Zahlreiche Kräfte haben hier einen Sandsackwall gebaut, zusammen mit der Bundeswehr, mit THW, Feuerwehr, alle waren sie mit beteiligt und natürlich auch Bürgerinnen und Bürger und Außenstehende, also Gäste der Stadt Schönebeck, haben hiermit angepackt. Doch leider, leider war das Ganze umsonst. Sie sehen es hier, auf beiden Seiten ist der Wasserstand annähernd gleich, denn das Wasser drückt auch von Seiten der Geschwister-Scholl-Straße in das Gebiet hier rein. Der Boden hier ist relativ weich gewesen, also auch unterhalb der Sandsäcke ist das Wasser dann dementsprechend durchgedrückt. Trotzdem Dank an alle Helfer, die hier natürlich kräftig mit angefasst haben. Leider hat das hier nicht so funktioniert, wie das hätte funktionieren sollen. Soweit erstmal von der Stelle hier auf dem Parkplatz.
Werte Zuschauer, ich stehe auf der Elbbrücke, wo heute am Samstagnachmittag Hubschrauber der Bundeswehr versuchen, den Deichbruch, der sich heute Nachmittag ereignet hat, wieder zu stopfen. Per Hubschrauber, zwei Hubschrauber sind es an der Zahl, wird versucht, hier mittels Big Bags das Loch dann dementsprechend wieder zu schließen. Ein Feuerwehrmann, der die Hubschrauberbesatzung einweist, wo er das Ganze abwerfen soll. Wir sehen gerade, wie das Ganze passiert. Wir schauen einfach mal zu. Das Signal zum Abwurf und da ist auch runtergefallen der Big Bag. Ja, so passiert das jetzt hier, Hubschrauber für Hubschrauber, in der Hoffnung, dass man das Loch damit dann dementsprechend schließen kann. Es ist sehr windig, die Hubschrauber machen ihren Dienst bzw. ihren Einsatz sehr gut, zumindest nach den Beurteilungen, die wir jetzt hier gesehen haben. Soweit erstmal der aktuelle Stand hier von der Elbbrücke in Schönebeck. Es ist Samstagnachmittag, wir befinden uns hier, wie gesagt, auf der Umgehungsstraße, hier auf dem Seitenplatz, wo die Bundeswehrhubschrauber die Big Bags abholen, um dann den Bruch im Deich wieder zu schließen. Ja, der Hubschrauber muss natürlich erst einmal den Boden berühren, damit er geerdet wird, damit der Feuerwehrmann, der den Sack dann an den Haken hängt, natürlich keinen Schlag bekommt. Darum berührt der Hubschrauber kurz zuvor erst einmal nochmal den Boden. Erst dann ist es sicher, dass der Feuerwehrmann das Seil dementsprechend einhaken kann. Jetzt hat er ihn eingehakt. Er begibt sich in Sicherheit. Und schon kann der Big Bag dann dementsprechend vom Hubschrauber angehoben werden. Ein Stück hoch. Und auf geht's wieder, damit den Deich zu schließen. Sie sehen es ja, liebe Zuschauer, es sind natürlich ganz, ganz viele Big Bags, die dort noch vorbereitet sind. Ganz viele Big Bags werden auch noch nötig sein, um den Deichbruch zu schließen hier in Schönebeck. Nach und nach wird dann, wie gesagt, einer nach dem anderen dort von den Bundeswehrhubschraubern abgesetzt. Thank you.
Samstagabend, Hochwasser 2013 hier in Schönebeck. Ich begrüße Sie noch einmal, sehr geehrte Zuschauer, von der Elbbrücke. Ein Blick hinunter an die Stelle, wo heute der Deich gebrochen ist, wo Bundeswehrhubschrauber versucht haben, mittels Big Bags das Loch im Deich zu schließen. An dieser Stelle sei gesagt, das ist nicht gelungen. Die Elbe ist so hoch, dass es trotz der Big Bags, die dort abgeworfen wurden, es nicht zum Lückenschluss kam. Somit ist nach wie vor natürlich der Pegelstand hier hinter dem Deich genauso wie der Elbe. Also auch dort wird natürlich noch einige Zeit vergehen bzw. einige Tage vergehen, bis die Möglichkeit besteht, dass der Elbepegel wieder sinkt und dann hier dementsprechend die Wassermassen auch hinter dem Deich abfließen können. Dennoch bleibt natürlich zu sagen, dass auch hier auf dem Platz vor dem Polizeigebäude, also ein Stückchen weiter runter der Elbbrücke, die Feuerwehr bzw. alle Helfer und Kräfte damit beschäftigt sind, das Wasser, was durchdringt, abzupumpen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Soweit noch einmal die Eindrücke des 8. Juni 2013 vom Hochwasser. Bei uns geht es nun weiter mit den Veranstaltungshinweisen. Was in den kommenden Tagen und Wochen alles in der Region so passiert und wo es sich lohnt, einmal vorbeizuschauen, haben wir für Sie wieder zusammengetragen. Die Faszination Wasser kommt nach Schönebeck. Vom 1. bis 26. Juni werden die 15 schönsten Bilder eines Online-Fotowettbewerbs des OEWA Wasser und Abwasser gezeigt. Die Jury würdigte besonders die Leistung des Schönebecker Hobbyfotografen Philipp Körner mit einem regionalen Sonderpreis. Seine leuchtend rote Elbebrücke über der hochwasserführenden Elbe dürfte in der Schönebecker Schau zweifellos ein besonderer Hingucker werden. Die Fotoausstellung wird in Schönebeck am 2. Juni um 17 Uhr im Solepark eröffnet. Alles Wissenswerte sowie Informationen zu den Bildern und Fotografen gibt es im Internet auf der Seite www.fotowettbewerb-wasser.de. Das Labormobil kommt nach Schönebeck. Umweltschützer untersuchen Brunnenwasser. Ob das selbst geförderte Wasser für das Befüllen des Planschbeckens, Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der Gewässerschutzorganisation erfahren. Es hält am Mittwoch, den 10. Juni, auf dem Salzblumenplatz in Schönebeck. Wasserproben nehmen die Umweltschützer von 15 bis 17 Uhr am Labormobil entgegen. Die Grunduntersuchung wird gegen eine geringe Kostenbeteiligung von 12 Euro vor Ort durchgeführt. Außerdem beantwortet Diplomphysiker Harald Gülzow, der Experte zum Thema Brunnenwasserqualität, immer freitags zwischen 9 und 12 Uhr Fragen unter der Telefonnummer 02831 976523. Zur bereits 30. Sportnacht lädt die Sekundarschule am Lerchenfeld am 12. Juni um 19 Uhr in die Sporthalle. Geboten wird ein buntes Programm mit Rhönrad, Tanzdarbietungen, Grillfest, Lerchenfeldpreis und vielen, vielen weiteren Überraschungen. Vorbeikommen lohnt sich, der Eintritt ist kostenfrei und das Programm immer wieder sehenswert. Am Samstag, dem 13. Juni, findet in Schönebeck im Hotel Domizil von 9 bis 14 Uhr das Treffen der Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde e.V. statt. In dieser Veranstaltung werden Hinweise zum Aufbau einer ordenskundlichen Sammlung gegeben. Auszeichnungen, militärhistorische Uniformen, Helme, Münzen, Medaillen, Postkarten und Literatur werden kostenlos bewertet, getauscht und angeboten. Ganz wichtig, das Anbieten von Schusswaffen aller Art ist untersagt. Der Eintritt ist für Gäste frei. Mehr Informationen gibt's unter 03928 403267. Am Dienstag, dem 23. Juni, wird die Fraktion FDP Rettet die Altstadt eine öffentliche Bürgerfragestunde in den Räumlichkeiten des LHW Sachsen-Anhalt in der Geschwister-Scholl-Straße 157 von 16.30 Uhr bis 18 Uhr durchführen. Angesprochen werden unter anderem einzelne Punkte zur Sitzung des Stadtrates am 25. Juni sowie weitere aktuelle Themen. Interessierte Bürger unserer Stadt sind dazu eingeladen, um Hinweise und Fragen an die Mitglieder der Fraktion zu stellen. Eine Anmeldung zur angegebenen Sprechzeit ist nicht erforderlich, denn es wird sich für jeden die erforderliche Zeit genommen. Wieder einmal ist es soweit. Am Samstag, dem 27. Juni, findet an der St. Johanneskirche im Schönebecker Stadtteil Bad Salzelmen in der Zeit von 9 bis 16 Uhr wieder ein großer Flohmarkt statt.
Angeboten und angekauft werden zum Beispiel alter Hausrat, Münzen, Auszeichnungen, Bilder, Postkarten, Bücher, Spielzeug, technische Geräte, Bekleidung und vieles, vieles mehr. Alle aufgeführten Artikel können auch als Spende für die Kirche abgegeben werden. Die Standgebühren betragen 4 Euro pro laufenden Meter. Für Kinder ist die Teilnahme am Flohmarkt kostenfrei. Benötigen Sie weitere Informationen? Dann steht Ihnen Wolf-Michael Feldbach unter der Telefonnummer 039 291 77373 zur Verfügung. Die Wasserwehr der Stadt Schönebeck feiert 10 Jahre und lädt Sie zum Tag der offenen Tür. Am 11. Juli in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der Tischlerstraße 5 können Sie zahlreiche Technikvorführungen erleben, ein Kinderprogramm ist geboten und natürlich ist auch für Essen und Trinken gesorgt. Möchten auch Sie die Wasserwehr näher kennenlernen, sich die Technik anschauen oder Interessantes zum Thema Hochwasserschutz erfahren, dann sollten Sie den Tag der offenen Tür am 11. Juli nicht verpassen. Ein einmaliges Konzerterlebnis erwartet Klassikliebhaber am 11. Juli 2015 auf der Seebühne im Elbauenpark. Umrahmt von einem imposanten Licht- und Laserspektakel, gespielt von der nordböhmischen Philharmonie Teplice und exzellenten Solisten, präsentieren sich die berühmtesten und erfolgreichsten Chorwerke des 19. und 20. Jahrhunderts, gefolgt vom beliebtesten Werk ernster Musik der Orphischen Kantate Carmina Burana. In Zusammenarbeit mit der A&O Pyro Games GmbH verlost der Elbe-Kanal 2x2 Freikarten für dieses Event. Rufen Sie uns einfach an unter 03928 40 57 70 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@elbemedien.de. Und mit etwas Glück steht am 11. Juli Ihr Name auf der Gästeliste. Das Kinderprojekt des Schönebecker SC Fairplay ohne Grenzen wartet jedes Jahr mit tollen Veranstaltungen, Spielen und Camps auf alle sportbegeisterten Kinder aus ganz Schönebeck. Zum Inhalt gehören unter anderem die Förderung des Demokratieverständnisses und Toleranz unter Kindern und Jugendlichen. Die ersten Spiele wie Zocker oder Tischtennis finden bereits am Sonntag, den 26. April, im Lucky Fitness Sportcenter statt. Danach sind die Spiele dann jeweils am letzten Sonntag des Monats. Auch die begehrten Camps sind in diesem Jahr wieder dabei. Am 14. Juli ist das Tenniscamp, am 21. Juli das Fußballcamp, vom 3. bis 7. August ein Tanzprojekt mit Nico Hilger, am 7. August ein Kindertraining mit Sascha Poppendick und am 11. August das Boxcamp. Weiterhin sind noch spezielle Veranstaltungen geplant. Am 26. Juni findet das Familiensportfest im Stadion im Rahmen des Sole Cups statt, am 10. Oktober das 6-jährige Jubiläum von Fairplay ohne Grenzen, am 14. November ein Familientischtennisturnier und am 31. Dezember ein Silvesterlauf. Frank Wedekind, Vorsitzender des Schönebecker SC, und Dorena Lorenz, Projektleiterin, sind dabei erste Ansprechpartner für Fragen oder Anmerkungen. Die Telefonnummer 03928 84 58 61. Natürlich auch zum Ende des heutigen Regionalmagazines möchten wir Ihnen nicht vorenthalten, wie denn das Wetter der kommenden Tage so wird. Es bleibt relativ warm, aber viele Wolken werden am Himmel zu sehen sein. Maximaltemperaturen bei 25 Grad. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Auch in den kommenden Tagen verändert sich das Wetter nicht großartig. Es bleibt überwiegend wolkig bei maximal 25 Grad. Der Dienstag beginnt mit einem wolkenfangenden Himmel, der sich aber im Laufe des Tages weitgehend auflöst und die Sonne zum Vorschein kommt. Bei einem Regenrisiko von 30% bleibt es trocken und die Werte steigen von 15 Grad in den Morgenstunden auf 19 Grad an. Nachts bleibt es dann leicht bewölkt bei maximal 13 Grad. Am Mittwoch sieht es nicht anders aus. Auch hier lösen sich die Wolken im Laufe des Tages erst langsam auf und die Werte steigen auf 23 Grad. Zur Nacht hin fallen die Werte dann wieder auf 15 Grad herab. Donnerstag sieht es schon etwas besser aus. Die Sonne zeigt sich hier schon ab den Morgenstunden. Die Temperaturen steigen von 19 Grad am Morgen bis auf 25 Grad am Nachmittag. In der Nacht sinken die Werte dann wieder auf 17 Grad. Die kommenden Tage bleiben weiterhin wolkig und die Temperaturen können bis auf maximal 28 Grad ansteigen. Musik.
Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und somit endet das Regionalmagazin am 8. Juni. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten, Zuschauen bzw. reinklicken. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihr Christian Kolbe.